So, wir schauen uns mal Top 3 Kasparov Worst Blunders an. Offensichtlich auf Englisch. Was könnten die drei größten Fehler von Kasparov sein? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Blundering a night against Wesley So in a winning position. Ich glaube, das ist von diesem St. Louis Rapid and Blitz, ne? Was letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, gegen Wesley So. Aber das ist Schnellschach. And now knight c8. How did he find that move so quick? That is the best move on the board, according to the engines. Gary just playing incredible chess on every move now. Gary, Maurice Ashley kommentiert. Im Hintergrund Jennifer Schahade auch. 46 Sekunden. Wesley hat 1,41. Springer Now, F5. knight f5 has been played. Push the Dame pawn. C2. d5. Come on, Gary. Get Now, that. queen to c2. He's just owning the board now with Queen his knight. c2? What is that? I love that queen defending the d6 knight. He's Now, just after controlling the queen d6, board. he's played queen d3. I'm not sure I like these. Oh, I Let me like tell you. queen d3. Let me I tell like you. He's queen ready to play d3. rook h4 now again. Gary has been playing number one or two moves by the engine every single move. He is totally in control of this game right now. But the problem is he only has 37 seconds left on his clock. Finally, Will he b5, a be move I've able? been bishop c3, bishop b4. And he snaggled a pawn with. Ja, ihr seht halt, weiß, ne, steht materiell komplett auf Gewinn, ne? Zwei Leichtfiguren gegen Turm. Plus zwei Mega-Freibauern auf dem Damenflügel. Sollte problemlos gewonnen sein, ne? Aber was ist mit. Queen a3. Was kommt jetzt? Has he lost it? Leider sieht man die Züge am Brett später als die Züge, die rechts ausgeführt werden. No, rook b5 doesn't work. F8 is hanging. Ja, F8 hängt, Rook genau. b5, In vielen knight b5, Varianten. We got some f8. more moves on the board. Queen d5, trying to get some counterplay desperately. Rook c1, Gary. Aber Queen Kasparov ist ganz schön c5, last nervös, move. ne? Oh, queen b3. Yes, queen c5. Das war er He's früher fixed it nicht. up. Das war er früher That's nicht. a He got his queen on very. b4. He opted out and played queen b4 in that position. He played queen b4, not queen c5. I've got queen c5 No, he played recorded. queen to b4. His queen is sitting on. Ja, total bescheuert, ne? Die Dame steht auf B4, ne? Seht ihr hier rechts, die Dame steht auf B4, nicht auf C5. Hä? Falsch übertragen. b4 right now I in see. the game. Queen to b4. And it doesn't matter. He owns the board. Everything he did so far is right. He is completely controlling the chessboard. The b pawn about to run down. The knight on d6 is dominant. He gets it. He just has 33 seconds to prosecute this advantage. He has been playing dominating chess. It looked like he could mate on the other side, but he decided to own the other side of the Amazing. board. And the way he's done Stimmt. Von Michael sehr schön festgestellt worden. Guck mal hier. 2016 US Women's Championship. Da ist ein altes Plakat im Hintergrund. Wie geil ist das denn? Stimmt. Hier. Seht ihr das? it. He just played very practically, and now his b pawn is just a monster, and it's over. It's just a crushing Ist position. over, Taking on sagt a2 Maurice. Es doesn't ist give you vorbei. anything. That's the thing. That doesn't even get him much counterplay. Wer mag auch Jennifer Schahares Stimme so sehr? Just played bishop c3. And notice how all the pieces are pretty much defended except for that rook on Ah, c1. der B-Bauer läuft, der And B-Bauer he's läuft. pushing forward with b6. Got other Nein! rook behind the Uh-oh, pawn. I'm not Oh-oh. sure, What just Gary. happened? Gary just blundered. Oh, no! Gary played the move b7 and Oh! hung his knight. No, he Over, was overconfident. playing. Unbelievable blunder. Habt ihr das gesehen? Er hat den Springer stehen lassen auf D6, ne? Er hat B7 hier gespielt und dann hängt der Springer auf D6 hier. Allerdings ist die Stellung sowieso nicht mehr. Doch, die Stellung ist klar, wenn der Springer C4 macht oder so, ne? Dann deckt er den B6. Ja, Springer C4 muss er machen. Aber es war nicht mehr so trivial. Springer C4, die Dame zieht weg, dann droht D5. Ja, wobei B7 kommt dann, ne? Und Springer A5. Ja, es ist total gewonnen. Ja, bitter. Aber es war nur Schnellschach. Ja, hang is night. Wesley, didn't that happen twice Two. to Wesley? Against the Against same opponent. Wesley, yeah, Gary playing a Ja, da monster nutzt das game. weiße Hemd auch nichts. Beautiful, beautiful, a flawless strategic victory in the Flawless octave. And look strategic at victory. this. So, After was ist der nächste taking Blunder? Komm hier. d7, dropping the knight on d6. What a tragic mistake for Gary Kasparov. Wow, Eine and I absolute mean, Tragödie. everyone harkens back to that early. Blundering a stalemate against Kirill Dimitrov Georgiev. Das ist wahrscheinlich wieder eine Blitzpartie. Er hat einen Patt zugelassen gegen Kirill Georgiev. Das ist ein bulgarischer Großmeister, ein sehr starker bulgarischer Großmeister. Ich vermute, das ist von einer Blitzweltmeisterschaft.
Well, Georg Gevin's played extremely well. He's got the pawn back. What's the situation with this wrong colored rook's pawn? Is there any? Ja, das sieht man natürlich irgendwie wenig bis gar nichts. Georgiev is going to get his king into the corner. No. Also das ist durch uralt, ne? Wann ist das? Von den 80ern? Kasparov links, Georgiev rechts, Georgiev. Das ist ja super alt, das Bild. Der ist heute so ein volles Pummelchen. It's simply over. Man sieht so gut wie nix. Yes, he can't get his king across. There we have it. That's it, yes. Now it's weil diese kackalten Uhren. Whether or not he'll have enough time to mate. Stalemate. No, really? Oh my god. Er hat mit Dame und Läufer Patt gesetzt. Ich weiß nicht, ob er es gesehen konnte, aber er hat mit Dame und Läufer Patt gesetzt. Unbelievable error by Garry Kasparov. That's incredible. He's shaking his head in disbelief. How could he do that? The simple move queen d4 to b4 would have been mate in one. I can't believe it. Unbelievable. World Champion makes an elementary error placing. Ah nee, das ist in den 90ern muss es sein, weil das er sagt World Champion oder Ende der 80er, nachdem er nachdem er Weltmeister geworden ist. His opponent in stalemate. A stalemate is when an opponent has no legal moves and cannot be forced to move his king in check. So the game is now a draw. Both games drawn. Unbelievable. Yes, that's going to go into the history books. Kasparov, a queen and a blundering a queen in a Blitz World Championship against Arnold in a winning position. Wieder eine Blitzpartie, ne? Also ihr seht schon, wie gut Kasparov war, ne? Die haben jetzt die drei schlimmsten seiner Fehler rausgepickt und das sind alles Blitzschachpartien und Schnellschach. Hallo? Trying to get some play, but it looks desperate. Queen c6, there we go. We got the same mate thread again. Is it the same as in the first game? Queen e2, defending against the mate, but this is pretty. Okay, wenigstens sehen wir hier die Stellung, ne? Dame e4 gerade von Kasparov gegen Arnand spielt er hier. Oh, Queen e4, that's a powerful move. Hitting the rook, hitting the bishop. There can be all sorts of exchanges here, just to. Rook to f1, rook to f1, and then bishop h6 wins on the spot. Because, oh dear. Ja, der Turm auf f5 hängt, ne? Arnand is completely collapsing. Er muss den Turm ziehen. I think he should have. Oh, rook f2 is a better square because at least g2 is defended. Knight d5 is horrible. Kasparov is changing. Dominating the position. Greift den e3 an. Zweimal. Exchanges and you've got a very nice ending. There's no longer any problems. Take it off. Kasparov, take two pawns up. Technically winning position. Yeah. He's just exchanging pieces now. 3 Minuten. It's all over. Put your king on the square. What's the queen takes g4? What's he overlooked? This is incredible. Jetzt haben wir es nicht gesehen. Attacking the rook on c8. Now black's queen is attacked on e3. White should have played. But wait a second, queen. Ja toll, sie zeigen uns die Uhr. Er hat die Dame eingestellt. He should have played knight takes e3. And then it was. Then he got. Hä? Queen takes e3 was just two laps. Was ist denn da passiert? Springer d5. An elementary blunder from Kasparov. He had a winning position and now how is it? Well, completely unclear. Kasparov still has Turm und Läufer gegen Dame, ne? Ist immer noch nicht total verloren für Schwarz. Rook and a bishop for the queen, but Anand moving the queen in. E4 wäre interessant gewesen. E4 mit der die Läufer d4. Oh, but Anand just munching these pawns. Good move. The queen on b7. Stopping e4. Covers the pawn on e4. But rook c3. Gotta get active. Let's just go back to that critical position in the final game. Here Kasparov played queen takes e3. Ah, er hat den Läufer genommen mit der Dame. Then Vichy played queen takes g4. Da kam Dame schlägt g4 und dann hängt der Turm auf c8. Is attacked by the queen on g4. Und die Dame auf e3. And the rook on e1 has been uncovered by the queen and is now attacking the queen on e3. So something had to give, and that's why Kasparov gave up his queen. Ja, den Rest gewonnen soll ich sparen. Spur mal vor. I don't think it's going to be terribly difficult for him to win. And next move, he'll be able to play pawn to f5. Das war die Stellung, die er hätte haben können. Wenn er zuerst mit dem Springer nimmt auf e3, Dame e3, Dame e3 und so weiter. Komm, das sparen wir uns. Ja, also ihr seht daran, wie gut Kasparov ein Schachspieler war, ne? Oder ist, ne? Also wenn sie schon die drei schlimmsten Fehler seiner Karriere, Blitzschach, Hallo und eine Schnellschachpartie. Soll es ein Witz sein? In Blitz und Schnellschach macht man ständig Fehler. Blunder. Das heißt dann, in den klassischen Partien haben sie nichts gefunden, oder wie? Ich glaube, das muss ich mal recherchieren, ob es da nicht was Besseres gibt. Natürlich, vor allen Dingen, das war noch nicht mal so. Also das Putt ist natürlich ein harmer Fehler, aber ihr müsst bedenken, damals haben die noch mit den bescheuerten Uhren gespielt, wo man häufig nicht sehen. Das waren keine elektronischen Uhren. Du konntest nicht sehen, wie viel Zeit du hast.
Das heißt, das Plättchen hing immer so, ne? Und du hast dann immer gezogen, konntest du überhaupt nicht einschätzen, wie viel Zeit da noch war. Das war total schlimm früher. Und dann hat man völlig wie wild immer auf die Uhr gehauen. Vor allem der Titel, Shocking. Ja, ist klar, da ist überhaupt nichts Schockierendes dran. Total normale Fehler.